und herzlich willkommen zu Übungsblatt 10 und zu Streams. Bevor wir uns dem eigentlichen Thema Streams zuwenden können, müssen wir uns nochmal eine kleine Hilfsklasse namens Optional anschauen. Diese Klasse ist nicht nur für Streams, sondern auch für viele andere Zwecke geeignet. Sie hat eine allgemeine Funktion, ähnlich den Wrapper-Klassen, die wir schon gesehen haben, Klasse Integer, Klasse Character beispielsweise oder Klasse Double mit großem D. Nur, dass nicht Werte von primitiven Datentypen hier eingekapselt werden, sondern Referenzen. Das heißt also Variablen, die entweder auf ein Objekt verweisen, die Adresse eines Objektes enthalten oder eben den symbolischen Wert null haben. Und da ja Referenzen von verschiedenen Referenztypen sein können, ist die Klasse Optional generisch. Der generische Typparameter ist der Typ der Referenzen, die eingekapselt werden sollen. Da muss man halt ein bisschen in der Dokumentation der Klasse Optional schauen, wie man damit dann exakt umgehen muss. Und dann findet man beispielsweise diese Klassenmethode auf Nullable, die Sie oben in den ersten beiden Zeilen sehen. Und da sehen Sie die beiden grundsätzlich unterschiedlichen Fälle, nämlich in der ersten Zeile sehen Sie, dass hier tatsächlich ein Objekt von Number, ja, der dynamische Typ ist Integer, das heißt, passt auf den statischen Typ Number, dass hier tatsächlich ein Objekt eingerichtet wird und Methode auf Nullable liefert die Adresse dieses Objektes zurück. Die wird dann in Opt1 gespeichert. Und der zweite Fall ist eben, dass Null eingegeben wird und Opt2, wir sagen, das ist dann ein leeres Optional-Objekt. So, und Sie sehen jetzt hier zwei verschiedene Gründe für Optional, die sehr eng zusammenhängen. Nämlich, es geht immer darum, die Problematik, dass wir auf Attribute und Methoden von Objekten zugreifen wollen, ja, Attribute lesend oder schreibend, Methoden aufrufen. Und dann kann es ja immer sein, wenn die Referenz von irgendwo herkommt, wenn wir nicht unter Kontrolle haben, beispielsweise in einer Methode als Parameter eine Referenz bekommen, nicht unter Kontrolle haben in dieser Methode, wie diese Referenz gebildet wurde, dann kann es immer sein, dass diese Referenz auf den symbolischen Wert null verweist und es ist eine häufige Fehlerquelle, dass man dann vergisst diesen Fall, dass die Referenz nicht auf ein Objekt verweist, sondern den symbolischen Wert null hat, dass man vergisst diesen Fall extra zu behandeln. So, Sie sehen hier unten eine erste Möglichkeit, um solche Fehler vielleicht von vornherein zu vermeiden, nämlich mit Methode or else get bekommen Sie eine Möglichkeit, den Fall zu behandeln, dass das Optional-Objekt leer ist, also null bekommen hat bei der Installation, nämlich dass Sie hier einen Lambda-Ausdruck, also sprich ein Objekt einer Klasse, die ein bestimmtes Functional Interface implementiert, hineinstecken. Es muss natürlich kein Lambda-Ausdruck sein, aber hier sehen Sie wieder, wie kurz und bündig man mit Lambda-Ausdrücken umgehen kann, anstatt jetzt hier erst eine Klasse von dem zugehörigen Functional Interface abzuleiten, also auf diesem Producer-Interface in diesem konkreten Fall, und dann ein Objekt einzurichten und eine Referenz auf dieses Objekt als Parameter an dieser Stelle or else get zu übergeben. Einfach den Lambda-Ausdruck hinschreiben, dann macht der Compiler alles im Hintergrund, was ich eben beschrieben habe, was man sonst selber machen müsste. Das heißt, was hier passiert ist, dass wenn Opt1 nicht leer ist, wir wissen hier oben, Opt1 ist nicht leer, dann wird tatsächlich dieses Objekt, eine Referenz auf dieses Objekt zurückgeliefert. N3 zeigt auf dieses hier kreierte Objekt. Hier im zweiten Fall war ja Opt2 leer. In dem Fall greift dann dieser Producer hier, der ohne Parameter einfach 0 zurückliefert, mit Boxing dann Integer von 0 und genau das dann in N4 speichert. Hier oben sehen Sie Möglichkeiten, natürlich muss man immer wieder auf das eingekapselte Objekt zugreifen können mit Methode get, wenn
Wenn das Optional Objekt nicht leer ist, dann liefert Methode get einfach diese Zahl zurück, also dieses Number Objekt zurück, die Adresse darauf. Wenn wir hier im zweiten Fall jetzt ob 2 leer ist, dann wird eine Exception geworfen. Der Sinn der Sache ist der, dass schon an dieser Stelle die Exception geworfen wird und nicht erst irgendwo sehr viel später, wenn irgendwo was mit dem nicht existierenden Number-Objekt gemacht wird. Ja? Wenn wir hier nicht optional dazwischen geschaltet hätten, sondern einfach null, N2 null wäre, dann könnte es sein, dass irgendwo anders, vielleicht in einer ganz anderen Methode, zum ersten Mal der Fehler auftritt, weil erst in einer ganz anderen Methode zum ersten Mal bei N2, bei dieser Referenz versucht wird, auf Attribute oder Methoden des Objekts zuzugreifen. Und dann ist die Fehlersuche rückwärts bis zu der Situation, dass festgestellt wird, oh, Moment mal, N2, das war ja null, ist potenziell schwieriger als hier. Das kürzt ein bisschen die Suche ab, weil der Fehler früher auftritt. So, hier sehen Sie noch ein paar Möglichkeiten, ähnlich wie wir es eben bei or else hatten, dass wir bestimmte Sachen nur dann machen können, das ist mit diesem if present, wenn tatsächlich ein Objekt vorhanden ist. Also, wenn dieses Optional-Objekt nicht leer ist, also wenn es tatsächlich die Adresse eines Objektes einkapselt, das wissen wir bei Opt1, das ist ja so haben wir es ja gerade eingerichtet. Die Logik von if present ist, dass diese Anweisung, die Sie hier wieder abgekürzt haben mit einem Lambda-Ausdruck, dass diese Anweisung ausgeführt wird. Und wenn nichts, wenn das Optional-Objekt leer ist, dann in dem Fall, dann soll nichts passieren. Also eben das or else, das ist sozusagen if und else. Falls ein Objekt eingekapselt ist, die Referenz auf ein Objekt eingekapselt ist, dann soll einfach was Bestimmtes passieren. Else, ansonsten, falls das Optional-Objekt leer ist, soll eben etwas anderes passieren. Und bei if present ist es wie ein if ohne else. Falls die Adresse eines Objektes eingekapselt ist, falls das Optional-Objekt nicht leer ist, dann soll das und das passieren, ansonsten soll gar nichts passieren. Leerer Else-Teil sozusagen. Und hier sehen Sie noch ein paar kleine nützliche Funktionalitäten, die man gleich optional hinzugefügt hat, die Sie ja auch aus vorangegangenen Kapiteln zu Java und Racket schon gesehen haben. Nämlich, wenn Opt1 nicht leer ist, dann steht in Opt3, dann ist Opt3 ein nicht leeres Optional mit dem Quadrat von dem Wert, den Opt1 steht. Und in dem Fall hier, angewandt auf ein leeres Optional-Objekt, liefert auch wieder ein leeres Optional-Objekt zurück. Sie kennen auch Filter aus vorangegangenen Kapiteln. Hier ist es nochmal ein bisschen anders. Hier haben wir ja im Gegensatz zum Map noch eine Fallunterscheidung. Passiert das Objekt, das eingekapselt ist, der Wert, der Int-Wert, der eingekapselt ist, passiert er den Filter oder passiert er den nicht? Und wenn er den Filter passiert, dann wird hier entsprechend in dem neuen eingerichteten Optional-Objekt, was durch Methode Filter zurückgeliefert wird, dessen Adresse durch Methode Filter zurückgeliefert wird, um genau zu sein, dann wird da das entsprechende Objekt kopiert dann drin sein. Oder der Filter wird nicht passiert, dann ist das so gebaute Optional-Objekt leer. Und ansonsten, wenn das Optional-Objekt, auf das hier der Filter angewandt wird, leer ist, dann liefert Filter auch ein leeres Optional zurück. So, jetzt kommen wir endlich zu Streams und Sie sehen hier an dieser Stelle wird durch die Definition des Interface Stream vorausgesetzt, dass wir mit Optional umgehen. Gut, was sehen wir jetzt hier? Ganz oben die ersten drei Zeilen, das ist nichts Neues. Das ist einfach nur Beispielmaterial. Wir richten eine Liste von einem beliebigen Referenztyp ein, zum Beispiel Number wieder, und richten dann hier 100 Elemente irgendwie ein.
Vollkommen egal, was da jetzt drin steht. So, das Interface List hat eine Methode Stream und diese Methode Stream liefert ein Objekt wieder, was von einer Klasse ist, das dieses Interface Stream implementiert. Wieder generisch derselbe Typ Parameter aus einer Liste von Number entsteht ein Stream von Number. Und zunächst einmal hier ist dieser Stream, also Stream 1, nichts anderes als eine andere Möglichkeit, auf die Listenelemente zuzugreifen. Also auf dieser Folie zunächst einmal bis hierhin, Einrichtung von Stream 1, ist das einfach nur nochmal eine andere Sicht auf die Elemente des Streams, eine andere Möglichkeit, darauf zuzugreifen, wie gesagt. So, und jetzt sehen Sie schon mal hier, dass man wieder so nette Funktionalitäten hat, wie Filter mit einem Prädikat, was natürlich auch vom Typ Number, vom generischen Typ Parameter Number sein muss, damit das Ganze zusammenpasst. Das heißt also ein Prädikat auf Datentyp Number. Und dann können Sie sich schon vorstellen, was hier passiert. Dieser Stream 2 verweist auf einen, der enthält in gewisser Weise eine reduzierte Liste, nämlich von der Ausgangsliste, die jetzt über Stream 1 ansprechbar ist, durch Aufruf von Filter, einen zweiten Stream, der nur die Elemente enthält, die den Filter passieren. Also wenn wir über Stream 2 auf die Elemente von List zugreifen, dann sind das nur die Elemente, dann werden nur die Elemente zurückgeliefert durch Stream 2, die diesen Filter passieren. Und Map kennen Sie auch. Das heißt also, Stream 3 ist ein weiterer Filter, der jetzt nichts mehr wirklich mit dieser Liste da oben zu tun hat, sondern ein eigenständiger Stream ist, mit seinen eigenen Elementen, aber natürlich auch durch Methode Map verbunden ist, logisch verbunden ist, nicht physisch, aber logisch verbunden ist mit Stream 2, nämlich Stream 3 enthält genauso viele Elemente wie Stream 2, nur für jedes Element von Stream 2 das Ergebnis der Anwendung dieser mathematischen oder sonstigen Funktion dann entsprechend, so wie Sie es von der Funktion Map aus Java und Racket ja auch kennen. So, und hier haben wir einen ersten Fall von Fold. Einige Fold-Operationen sind, einige Standardoperationen, die unter das Konzept Fold passen, sind schon vorimplementiert, wie zum Beispiel Maximumsberechnung. Und dann sehen Sie hier zum Beispiel auch wieder die Möglichkeit, dass wir die Logik der Maximumsberechnung steuern können dadurch, was für einen Comparator wir da hineingeben. So wie wir das an verschiedenen anderen Situationen, zum Beispiel beim Sortieren von Elementen einer Liste auch schon gesehen haben, können wir hier wieder mit diesem Parameter, mit dem dynamischen, mit dem aktuellen Typ dieses Parameters steuern, was für ein nach welcher Logik das Maximum berechnet wird. Und zurückgeliefert wird nicht ein Number, sondern ein Optional von Number. Hier hat man sich dafür entschieden, diese kleine Sicherheit von vornherein einzubauen und nicht darauf zu vertrauen, dass der Nutzer dieser Stream-Konzepte dann korrekt umgeht mit der Möglichkeit, dass hier null zurückgeliefert wird. Also Maximum kann auch ein empty optional zurückliefern, nämlich dann, wenn der Stream leer ist. Das ist in diesem Fall auf dieser Folie nicht der Fall, aber wir hätten hier auch eine leere Liste verwenden können. Dann wären sämtliche dieser Streams leer. Oder vielleicht hätte die Liste gar nicht leer sein müssen. Es hätte auch sein können, dass der Filter dann die ganze Liste entleert, sozusagen, dass kein Element der Liste diesen Filter passiert. Dann hätten wir hier auch beim Maximum dann als Rückgabe ein leeres Optional. So, oben sehen Sie nochmal die vier Zeilen von der letzten Folie und unten sehen Sie einfach eine verkürzte Schreibweise. Wir brauchen, also das ist etwas Allgemeines, nicht, dass Sie überhaupt in jeder Situation dieser Art haben, wenn eine Methode eine Referenz zurückliefert, können wir gleich ohne Zwischenspeicherung dann die nächste Methode darauf aufrufen. Und wenn diese Methode wieder eine Referenz zurückliefert, können wir darauf die nächste Methode auch wieder aufrufen und so weiter und so fort, sodass wir das alles, so wie Sie es unten sehen, verkürzt schreiben können.
So, bis hierher waren Streams nichts anderes als eine etwas verkomplizierte Möglichkeit, um mit Listen umzugehen. Dass das viel mehr ist, das sehen Sie jetzt hier, nämlich, dass wir genauso gut beispielsweise Arrays zu Streams machen können. Da muss man ein bisschen in Dokumentation der ganzen beteiligten Klassen und Interfaces schauen. Dann findet man, dass es eine Klasse Arrays gibt in der Java-Standard-Bibliothek. Und diese Klasse Arrays hat eine Methode Stream. Da packen wir eine Klassenmethode offensichtlich. Da packen wir ein Array rein und kriegen einen Stream zurück. Und das ist genau dasselbe wie bei Listen. Nur, dass die Elemente jetzt aus einem Array und nicht aus einer Liste kommen. Diese Elemente müssen bei Liste und bei Arrays gar nicht kopiert sein. Ja, also der Stream läuft, Sie können sich das so vorstellen, dass der Stream einfach auf den Array-Elementen oder auf den Listen-Elementen herumläuft. Gut, und hier können wir dann, hier die letzten drei Zeilen hier oben sind exakt dieselben wie eben. Das heißt also, wir können mit einem Stream, der aus Arrays gebildet worden ist, genau dasselbe machen wie mit einem Stream, der aus einer Liste gebildet worden ist. Und auch hier können wir das Ganze wieder so wie eben bei Listen zusammenfassen, ohne dass die einzelnen Streams, die da zurückgegeben werden durch die einzelnen Methoden, dann jeweils zwischengespeichert werden müssen. Und dasselbe können wir auch noch ganz anders machen. Wir werden noch weitere Möglichkeiten später in diesem Video sehen, zum Beispiel Dateien. Wir können Streams auf Dateien aufsetzen, sodass also eine Zeile nach der anderen jeweils in einem Stream vom generischen Typparameter String eingelesen werden. Hier noch eine einfache Variante, erst einmal zu Dateien kommen wir erst später, nämlich hier werden wir gleich auf der nächsten Folie sehen, können Sie beliebig viele Elemente des generischen Typparameters hineintun, eine beliebige Anzahl, und es wird ein Stream gebildet, der aus diesen Werten in dieser Reihenfolge dann gebildet ist. Also in einem Stream sollte eigentlich klar geworden sein, in einem Stream haben die Elemente natürlich immer, so wie in Listen und in Arrays, eine Reihenfolge, und bei diesem Stream ist es die Reihenfolge, in der wir die Elemente hier angeben, und dann können wir alles andere genauso machen, wie wir das eben gesehen haben. Und das sehen Sie hier zum Beispiel, dass wir zwei Elemente hineingeben, entweder mit Boxing die einfachen Int-Werte oder so wie hier ausgeschrieben die Integer-Objekte neu erzeugen. Und was Sie hier jetzt sehen, ist eigentlich die Mächtigkeit dieses Konzepts Stream. Eine vereinheitliche Zugriffsform für verschiedene Arten von geordneten Sequenzen. Listen sind eine geordnete Sequenz. Ja, jedes Element hat eine Position 0, 1, 2, 3. Arrays sind eine geordnete Sequenz von Komponenten mit Indizes 0, 1, 2, 3 und so weiter. Dateien sind eine geordnete Sequenz, können Sie als eine geordnete Sequenz von Zeichen auffassen, ja, jedes Zeichen nach dem anderen, oder als eine geordnete Sequenz von ganzen Zeilen, dann eher der Datentyp String wäre dann der generische Typparameter, und dazu werden wir dann noch später kommen. Hier sehen Sie, welche Mächtigkeit dieses ganze Konzept hat. Wir können jetzt anfangen, irgendwelche Funktionalitäten wie diese einfache Methode M zu bauen auf beliebigen Streams von einem Datentyp, beziehungsweise wir könnten hier sogar den Datentyp offen lassen. Wenn wir hier auch unten die Datentypen auch generisch offen lassen, können wir auch hier den Datentyp generisch offen lassen, müssten nicht Number, sondern einfach den Platzhalter, beispielsweise groß T, wie wir das im Video zu Generics gesehen haben, hier einfach einsetzen. Das wäre dann maximaler Allgemeinheitsgrad. Aber hier bleiben wir dabei, damit es nicht noch zu Verwirrung führt, bleiben wir dabei, dass wir hier einen spezifischen Datentyp haben, eine spezifische Instanzierung des generischen Typparameters von Stream, und Optional ist immer noch allgemein genug, denn wie Sie sehen, können Sie jetzt hier rein in diese Methode M Listen, Arrays
und alle möglichen anderen Arten von Streams von Number hineinsetzen. Und diese Methode ist es vollkommen egal, ob dahinter hinter diesem Parameter Stream jetzt eine Liste steckt oder ein Array steckt oder was auch immer. Maximaler Allgemeinheitsgrad bei den Datenstrukturen, die geordnete Sequenzen von Elementen eines einheitlichen homogenen Typs realisieren. So, und man kann über die Elemente eines Streams auch hinüberlaufen, ein Element nach dem anderen. Und wie das aussieht, das sehen Sie hier. Das ist nichts Neues, nichts Überraschendes. Das sieht genauso aus, wie wir das schon gesehen haben bei Datentyp, bei Interface List und Collection, allgemein bei Interface Iterable. So, bevor wir jetzt zu Streams auf Dateien kommen können, brauchen wir eine andere nützliche Funktionalität, die eben auch über Streams hinaus sehr nützlich sind, die etwas zu tun hat mit Portabilität, mit Plattformunabhängigkeit. Und zwar hat es damit zu tun, dass verschiedene grundlegende Organisationskonzepte, zum Beispiel hier einige Organisationskonzepte, die mit der Verzeichnisstruktur auf einer Plattform zu tun haben, dass die von Plattform zu Plattform unterschiedlich sind. Und wenn man portablen Code schreiben will, dann ist es sehr, sehr schwierig, dafür zu sorgen, dass alle diese Konzepte auf jeder Plattform korrekt dann verwendet werden. Ich will nur mal ein Beispiel herausgreifen hier. File Separator unter Microsoft-artigen Betriebssystemen von MS-DOS bis Windows ist das Zeichen, um einzelne Verzeichnisse, Unterverzeichnisse, Unterunterverzeichnisse und am Ende des Pfades dann die Datei voneinander abzugrenzen. Das ist der Backslash, das heißt also der Strichstich von Nordwest nach Südost. Und in Unix-artigen Systemen, wie beispielsweise Linux, ist dieser Separator stattdessen der Slash, das heißt also der Schrägstrich von Südwest nach Nordost. Ja, das musste man, wenn man etwa von einer Plattform, von einer Unix-artigen Plattform zu einer Microsoft-artigen Plattform portieren will, müsste man dann das alles umdrehen. Das ist hochgradig fehlerbehaftet. Und wenn dann eine neue Plattform ins Spiel kommt, bei der irgendwelche dieser eigentlich unwichtigen Feinheiten dann nochmal wieder anders ist, dann hat man wieder eine ganze Menge Aufwand und ein großes Fehlerrisiko, das dann auf diese Plattform zu portieren. Und deshalb hat man sich überlegt, dass man diese ganzen Unwichtigkeiten einfach einkapselt. Und dafür, das ist eingekapselt in die Klasse System, die Sie schon kennen von Formulierungen wie System Out-Print, hat eine nützliche Klassenmethode getProperty, mit der Sie alle möglichen solchen Eigenschaften der zugrunde liegenden Plattform dann einfach abfragen können. Und dann brauchen Sie sich nicht darum zu kümmern, wie das auf dieser Plattform aussieht. Ja, Sie machen das beispielsweise beim Separatorzeichen so wie hier, dass Sie einfach mit getProperty das irgendwo hineinschreiben und überall, wo jetzt dieses Separatorzeichen gebraucht wird, um ein Verzeichnis von einem Unterverzeichnis zu trennen oder ein Verzeichnis von einem Dateinamen zu trennen, setzen Sie einfach diese Variable File Separator hinein. Hätten Sie auch zu einer Konstanten natürlich machen können. Als String und nicht als einzelnes Zeichen. Das könnte ja mal irgendwo eine Plattform sein, die nicht ein einzelnes Zeichen, sondern mehrere Zeichen als Separator hat. So, und dann sehen Sie schon, was es hier so für alles verschiedene Unwichtigkeiten gibt, mit denen man sich völlig unnötigerweise immer bei der Portierung von Code herumschlagen muss. Wie das Heimatverzeichnis eines Nutzers kodiert ist, wie das aktuelle Arbeitsverzeichnis, in dem der Prozess gerade läuft, also das Arbeitsverzeichnis des Prozesses, in dem dieser Code ausgeführt wird, wie der Nutzername aussieht, unter der Name des Nutzers, unter dessen
Rechten, unter dessen Privilegien, in dessen Besitz dieser Prozess gerade abläuft. Ja, das heißt also, wenn dieser Prozess mit Adminrechten läuft, dann kommt hier der Admin-Name zurück, und wenn er unter den Rechten eines einfachen Nutzers läuft, kommt der Name dieses Nutzers hier, der Account-Name, zurück. Und so weiter und so fort. Noch ein Beispiel ist hier unten für Unterschiede zwischen den verschiedenen Plattformen. Auf verschiedenen Plattformen gibt es unterschiedliche Konventionen dazu, wie in einer Textdatei der Zeilenumbruch kodiert ist. Und deshalb gibt es hier entsprechend auch diese Property innerhalb von Dateien, der Separator, auch als String wieder, weil nicht auf jeder Plattform ist das durch ein einzelnes Zeichen kodiert. Dementsprechend können Sie hier das einfach abfragen, und überall, wo es gebraucht wird, überall, wo Sie einen Zeilenumbruch beispielsweise in eine Datei, wenn Sie eine Datei, Textdatei erstellen und Sie wollen einen Zeilenumbruch erstellen in dieser Textdatei, dann sollten Sie erst einmal, so wie Sie es hier sehen, die Zeilenumbruchskodierung verwenden und dann diese Zeilenumbruchskodierung in die zu erstellende Datei hineinschreiben. So, und hier sehen Sie ein sehr einfaches Beispiel dafür, wie man jetzt mit Streams Dateien ins Spiel bringen kann. Gehen wir mal die Sache durch. Hier oben, das haben wir eben auf der letzten Folie gesehen, das Heimatverzeichnis des Nutzers und das Zeichen, wie Verzeichnisnamen und Dateinamen voneinander getrennt sind, also Verzeichnis unter Verzeichnis voneinander getrennt und Verzeichnis Dateiname voneinander getrennt. Und hier sehen Sie jetzt, wie man das dann wieder zusammenbauen kann. In diesem Fall brauchen wir das Zeichen hier gar nicht. Den Dateiseparator, den brauchen wir dann hier unten erst. Denn wir nutzen eine Möglichkeit, die wir auch durch Recherche in der Dokumentation der Java Standard Bibliothek rund um Dateien schnell finden würden, nämlich es gibt da eine Klasse Path, die hat eine Klasse Path mit S hinten, die so ähnlich haben wir das schon gesehen bei Interface Collection und Klasse Collections mit S hinten. Und so ähnlich ist es hier auch. Da kann ich einfach ein Startverzeichnis angeben und jetzt hier noch beliebig viele Unterverzeichnisse. Ich wähle jetzt hier nur ein Unterverzeichnis als String angegeben und hier noch einen Dateinamen. Dann baut er mir einen Pfadnamen auf, der aus diesem Startverzeichnis und aus diesem steht, dieses Unterverzeichnis vom Startverzeichnis und darin dann dieser Dateiname. Dieses Unterverzeichnis und diese Datei müssen nicht existieren, sondern das ist einfach nur ein Name. In Path steht jetzt einfach nur ein Name, der kompatibel ist zu den Pfadnamen von Verzeichnissen und Dateien in der Plattform, auf der dieser Prozess jetzt läuft. Ja, also wenn der Prozess auf einer Unix-artigen Plattform läuft, dann steht hier ein Pfadname drin mit der einen Sorte von Schrägstrichen als Trennsymbol und ansonsten bei Microsoft-artigen etwa mit der anderen Sorte von Schrägstrichen und so weiter. So, jetzt haben wir hier noch gar nichts mit Dateien gemacht, sondern wir haben nur einen Namen aufgebaut, der potenziell der Name einer Datei sein könnte, aber nicht sein muss. So, jetzt sehen Sie hier einen alten Bekannten aus dem Kapitel zu Exceptions, nämlich Try with Resources. Nochmal zur Erinnerung, was ist das? Sie können hier Ressourcen in diesem runden Block, mehrere Ressourcen möglich, hier in diesem Beispiel nur eine geöffnet. Sie können hier Ressourcen öffnen. Die müssen die Klassen, die Sie hier verwenden, also diese Ressource, die Sie hier öffnen mit dieser Klassenmethode von der Klasse Files, die Sie auch leicht durch Recherche finden,
Damit öffnen Sie eine Datei als Ressource, nämlich die Datei, die hier mit diesem Pfadnamen angegeben ist. Und wenn dieser Pfadname nicht der Name einer Datei ist, also wenn das nicht hier oben, was hier konstruiert worden ist, der Name einer Datei ist, dann wird eine IO-Exception geworfen, die hier gefangen werden muss. So, die Ressource, die geöffnet wird, die Klasse dazu muss das Interface AutoClosable implementieren, tut sie auch, und das hat zur Folge, dass man erst einmal das hier so hineinschreiben kann in diese runden Klammern, und vor allem die Folge ist, dass wie immer dieser Try-Catch-Block verlassen wird, sei es durch ganz normalen Durchlauf durch den Try-Block, ohne irgendwelche Exceptions, die geworfen werden, sei es dadurch, dass eine Exception geworfen wird und hier im Catch-Block gefangen wird, oder wie auch immer, sei es vielleicht, dass eine Exception geworfen wird, die eine Runtime-Exception ist, die jetzt hier nicht gefangen wird, sondern vielleicht durch die ganze Methode weitergereicht wird, egal wie dieser Try-Catch-Block verlassen wird. Es ist durch dieses Try with Resources gewährleistet, dass diese Ressource vorher, vor Verlassen des Catch-Blocks, als ganz letzte Operation dann geschlossen wird. Das heißt, die Datei, die hier zum Lesen geöffnet wird, wird auf jeden Fall dann nach Verlassen des Try-Catch-Blocks geschlossen und ist dann für andere Prozesse wieder zum Öffnen, zum Lesen oder Schreiben dann verfügbar. So, viel machen wir jetzt hier nicht, nur beispielhaft, um nochmal ein Beispiel zu sehen, was man mit Streams alles machen kann. Hier durch Methode Lines, durch die Klassenmethode Lines der Klasse Files, haben wir einen Stream eingerichtet auf der Datei, dessen Elemente, die Elemente des Streams, sind die Zeilen dieser Textdatei. Also immer alles bis zum Zeilenumbruch und alles, was bis vor dem Zeilenumbruch und alles, was nach diesem Zeilenumbruch kommt, ist dann das nächste Element in diesem Stream, sodass wir also bequemerweise eine Zeile nach der anderen, beispielsweise mit dem Iterator, dann aus diesem Stream-Objekt herausbekommen. Machen wir es nicht, haben wir gesehen, wie das aussehen würde mit dem Iterator, sondern wir verwenden hier als Beispiel nochmal diese Methode Reduce, die wir noch nicht gesehen haben. Das ist das Fold L und Fold R, was Sie aus Racket und dann auch nachgebaut aus Java schon gesehen haben. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht weiß, heißt es in Java dann nicht Fold, sondern Reduce. Und Sie sehen hier noch etwas, was wir zu Lambda-Ausdrücken gesehen haben, nämlich eine verkürzte Schreibweise, mit der es möglich ist, den Aufruf einer einzelnen Methode zum einem Lambda-Ausdruck zu machen, nämlich String hat eine Methode konkatenieren, das heißt also zwei Strings werden zusammengefügt zu einem, oder genauer gesagt zwei String-Objekte, daraus wird ein neues String-Objekt gebildet, dessen Inhalt gerade die Aneinanderfügung von den Inhalten der beiden ursprünglichen String-Objekte sind. Und was dieses Reduce hier einfach macht, ist aus allen diesen einzelnen Strings die Zeilen der eingelesenen Datei sind, die deren Inhalte sind, einfach einen großen langen String zu machen, ohne die Leerzeichen dann zwischendurch. Ist keine besonders sinnvolle Anwendung, aber beispielhaft. So, und falls dann irgendwo, entweder hier oben beim Eröffnen der Ressource oder hier irgendwo innerhalb vom Try-Block dann eine IO-Exception geworfen wird, dann wird das hier ausgeführt, und so, Sie sehen hier, wie man dann beispielsweise ganz gut das Separatorzeichen verwenden kann, nämlich abhängig von der Plattform, auf der wir gerade sind, wird der Dateiname korrekt nach den Konventionen dieser Plattform dann auf dem Bildschirm ausgegeben. Wobei ich gerade sehe, System Out ist eigentlich nicht das Übliche, man würde eher System R für Error, Standard-Fehlerausgabe hier einsetzen. Aber ist eigentlich letztendlich egal, hier ist es ja nur ein Beispiel. So, jetzt haben wir eben die generische
das generische Interface Stream gesehen und wir haben das schon bei anderen Beispielen, beim Interface Predicate, beim Interface Unary oder Binary Function oder Consumer oder Supplier gesehen. Und nämlich, dass wir hier neben der generischen Variante auch nochmal ein paar nicht generische Varianten haben für den Fall, dass wir einen Stream von primitiven Datentyp int, long oder double haben wollen und jetzt nicht den Umweg gehen wollen über die Wrapper-Klassen und die generische, den generischen Stream-Interface, sondern direkt damit umgehen wollen. Ein einfaches Beispiel sehen Sie dann hier, speziell mit dem Datentyp int, dass wir hier einen Stream einrichten, der nicht aus drei Integer-Objekten besteht, sondern tatsächlich aus drei Werten des primitiven Datentyps int. Und dann sehen Sie hier, können wir ganz einfach dann entsprechend mit denselben Möglichkeiten, die hier wie für das generische Stream-Interface eben auch für diese nicht generischen Varianten dann jeweils dann Filter und Map einrichten, die dann direkt auf Werten des primitiven Datentyps arbeiten. Gut, und genau dasselbe können wir natürlich dann auch wieder wie bei den bisher gesehenen Streams machen, nämlich dass wir uns die Zwischenschritte sparen, die Zwischenergebnisse nicht in Stream-Variablen speichern, sondern einfach alles in einem Ausdruck zusammenfassen. Hier sehen Sie ein sehr wichtiges, häufig verwendetes Beispiel für unendliche Streams. Also unendlich ist natürlich zu interpretieren, dieser Begriff. Potenziell unendlich. Also es ist nicht von vornherein gesagt, wie lang der Stream werden wird. Das bestimmen Sie, indem Sie entsprechend häufig auf den Stream zugreifen. Sie sehen, die Klasse Random bietet die Möglichkeit, einen Stream von int, long oder double einzurichten. Und das sind dann Zufallszahlen, Pseudo-Zufallszahlen, die da jeweils dann herauskommen, die Sie beispielsweise mit einem Iterator einen nach dem anderen durchlaufen können. Und der wesentliche Unterschied zu den Streams, die wir bisher gesehen haben, auf Listen, auf Arrays, auf Dateien, ist der, dass diese einzelnen Elemente des Streams gar nicht physisch realisiert werden, bevor sie nicht gebraucht werden. Immer dann, wenn ich mit Next, mit dem Iterator, das nächste Element aus dem Stream heraushole, erst dann wird dieses Element tatsächlich physisch realisiert. Kann natürlich auch intern aus Effizienzgründen ein bisschen anders sein, dass immer vielleicht gleich eine ganze Anzahl von Elementen bei einem Aufruf von Next generiert werden und der nächste Aufruf von Next generiert nicht wieder ein neues Element, sondern nimmt das nächste generierte und erst wenn sämtliche generierten Elemente zu Ende sind, werden wieder neue generiert. Solche Sachen kann es vielleicht sein, aber so prinzipiell von der Logik ist es so, jedes Mal, wenn auf ein neues Element zugegriffen wird, wird eine neue Zufallszahl generiert, sodass es also möglich ist, tatsächlich hier von unendlichen Streams zu sprechen, potenziell unendlich. Das heißt also, es ist nicht von vornherein vorgegeben, wie oft Sie Next anwenden können, wie oft Sie eine Zufallszahl herausholen können, sondern das können Sie so oft machen, wie Sie wollen. Und um das Konzept mit den unendlichen Streams noch mal ein bisschen näher zu verstehen, bauen wir jetzt unseren eigenen ersten unendlichen Stream auf. Das ist jetzt kein Stream von Zufallszahlen, sondern von, ich habe jetzt Beispiel genommen, Abtastungen der Standard-Sinus-Funktion. Das sind dann natürlich Double-Werte, das heißt also, wir nehmen uns das Interface Double Stream her und leiten davon eine Klasse ab. Und die Idee ist, dass wir für die Abtestung dem Nutzer dieser Klasse die Möglichkeit geben, dass den ersten X-Wert, an dem wir die Sinusfunktion berechnen wollen, zu erlauben, hier mit dem ersten Parameter des Konstruktors zu setzen. Und der zweite Wert ist einfach die
wie weit zwei Abtastungen voneinander entfernt sind. Das heißt also, die erste Abtastung, der erste Wert, der zurückgeliefert werden soll durch den Stream, ist genau der Sinus von Start. Der zweite Wert ist der Sinus von Start plus Sampling Distance, dann von Start plus zweimal Sampling Distance und so weiter und so fort. Ja, eine periodische Abtastung der Standard-Sinus-Funktion. Und hier sehen Sie dann auch, wie man das realisieren kann, über einen Iterator. Man muss bei Klasse Stream dann mal schauen, von welche Klasse die Iteratoren eigentlich implementieren. Findet man dann diese Informationen und muss dann eben seinen eigenen Stream-Iterator, dann die Klasse, die man dafür baut, dann eben auch dieses Iterator-Interface dann implementieren lassen. Oder es ist eine Klasse, weiß ich jetzt nicht, ob primitive-iterator.ofdouble jetzt eine Klasse oder ein Interface ist. Müsste eigentlich eine Klasse sein. Ist jetzt auch egal. Sie schauen einfach nach. Bei Double Stream finden, dass das der Typ ist, der zurückgeliefert wird als Iterator. Und dann können Sie den hernehmen. Nein, natürlich ist es ein Interface, sonst würde da nicht Implements stehen. Also, primitive-iterator.ofdouble ist ein Interface und das müssen Sie implementieren. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich da jetzt eben gerade unkonzentriert war. So, und wir wissen, wir müssen die Methoden hasNext und next schreiben. hasNext, hier sehen Sie das Konzept unendlicher Stream, realisiert durch Return True. hasNext liefert immer True zurück. Ja, bei unserem Beispiel, wenn wir wissen, dass das ein unendlicher Stream ist, dann müssen wir natürlich hasNext nie aufrufen. Wir müssen nie testen, ob der Stream zu Ende ist oder nicht. Aber es kann ja auch Situationen geben, in denen wir einen Stream haben, von dem wir gar nicht wissen, ob er endlich oder unendlich ist. Ja, von dem wir gar nicht wissen, ob dieser Stream einfach aus einem Array oder einer Liste kommt oder so ein Zufallsstream ist oder so eine Sinusabtastung oder was auch immer. Das heißt also, in solchen Kontexten würde dann tatsächlich beispielsweise in einer Weichschleife immer hasNext aufgerufen werden. Und für einen unendlichen Stream würde dann immer True herauskommen. Und hier sehen Sie, wie wir es eben schon besprochen haben, die Formel für die Abtastung. So, zum Abschluss dieses Videos noch ganz schnell ein Blick nach Racket. Also zum Stand meines Wissens ist das nicht in Dr. Racket realisiert, gehört aber eigentlich zum Sprachumfang von Racket dazu, dass Sie im Prinzip mit Streams so umgehen können in Racket, wie mit Listen, nur mit dem Unterschied, den wir jetzt auch hier zu Ende gesehen haben. Es kann auch Streams gehen, beispielsweise die auf Dateien zugreifen, die zum Lesen geöffnete Dateien. Es kann auch potenziell unendliche Streams geben, was eben bei einer Liste ja nicht der Fall ist. Bei einer Liste sind alle Elemente physisch materialisiert vorhanden. Bei einem Stream, wie wir eben gesehen haben, kann es durchaus sein, dass die Elemente erst bei Bedarf überhaupt erzeugt werden. Das ist auch in Racket der Unterschied zwischen einer Liste und einem Stream, dass diese Möglichkeit vorhanden ist. Und Sie sehen, von den Schreibweisen her ist eigentlich alles dasselbe, nur dass jeweils bei den Listenoperationen hier jeweils Stream mit Bindestrich vorneweg steht. Und damit sind wir mit Streams durch.